Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute ist es endlich soweit. Es ist endlich Moving Day. Obwohl wir eigentlich den Raum erst seit 2-3 Tagen haben, haben wir natürlich schon seit Anfang Oktober, glaube ich, drauf gewartet, bis er endlich leer ist und wir rübergehen können. Ich habe euch ja im letzten Video schon erzählt, dass wir einfach rausgewachsen sind aus dem anderen Raum, dass wir den zusätzlichen Platz brauchen und vor allem auch diese räumliche Trennung von Büro und Content Creation und einmal komplett Lager. Hier wird dann alles, was an Lieferungen reinkommt, ausgepackt, kontrolliert, einsortiert und so weiter. Also das wird alles hier in dem Raum passieren. Das heißt, was wir jetzt heute machen, ist alle Regale von hier drüben, alle Haarklammern, alle Kleidung, es ist alles voll. Ne? Activewear ist wieder alles da. Wir haben eine neue Sportkollektion rausgebracht. Haarklammern sind sehr, sehr viele wieder verfügbar. Das heißt, das wird alles hier reinkommen. Und dann schauen wir mal, ob der Platz reicht hier drin. Ich bin nämlich gespannt, weil das sieht sehr, sehr groß aus. Aber wir haben auch schon überlegt, hier wird dann unser Live-Setup hinkommen. Das zeige ich euch nachher nochmal genau, wenn wir richtig wissen, wo alles hinkommt. Wir haben nicht so mega viel Platz hier hinter uns für die Regale. Und wie gesagt, die Regale sind auch schon voll. Das sprich, wir werden wahrscheinlich nochmal neue Regale brauchen, um dann unsere Hoodies und Jogginghosen und alles, was noch so kommt dieses Jahr, dann auch unterzubekommen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie viel Platz dann drüben ist. Ja, vielleicht werden wir uns da so ein kleines Setup machen, wo wir unsere Videos dann drehen für Shorts und für TikTok und Instagram und so weiter. Oder vielleicht auch so ein kleines YouTube-Setup, wäre auch sehr, sehr cool. Deswegen, wir nehmen euch heute einfach mal mit. Wir wissen noch nicht so genau, wie es dann im Endeffekt aussehen wird. Wir wingen das heute einfach und wir freuen uns riesig drauf. Ich bin sportlich angezogen, habe mir direkt mal ein Sport-BH angezogen, weil es wird gleich bestimmt richtig heiß. Wahrscheinlich werde ich gleich auch mal noch eine Leggings anziehen. Die Jeans, die, ja, werde ich wahrscheinlich gleich aufgeben. Von dem her, los geht's. Das ist jetzt die aktuelle Situation im alten bzw. im ersten Büro. Wenn ich jetzt hier von dem Durchbruch einmal reinblicke. Ihr seht, hier ist alles voll. Wir haben ganz links Versandkartons. Die Regale sind immer weiter vorgedrungen. Hier steht noch einiges an neuen Lieferungen, was noch gar nicht ausgepackt wurde. Und das, bis auf die Schreibtische und unsere Küche, die ja gerade gar nicht aufgebaut ist, wird jetzt gleich rüber in den neuen Raum kommen. So, und hier sind wir in unserem zweiten Büro, beziehungsweise unserem zukünftigen Lager. Hier haben wir den Fabian. Die Kaya ist auch am Start. Hier ist alles noch komplett leer. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Als allererstes ist auf jeden Fall unsere Versandstation dran. Die werden wir als erstes einmal rübertragen. Allerdings müssen wir noch die Bestellungen von gestern vom Live fertig drucken. Hier ist alles, was wir gestern verpackt haben. Das steht jetzt aktuell hier drauf. Da werden wir in Zukunft mit Sicherheit dann auch einen Tisch oder irgendwas haben. Hier steht der Rest, der ganze Turm hier. Genau, das machen wir jetzt einmal fertig. Und wenn der Tisch hier dann frei ist, dann kann es auch schon losgehen. Hier unten ist noch mehr. Dann bauen wir die mal ab. So, wir haben jetzt schon mal ein bisschen was hergeräumt, haben einiges vermessen und schon am Boden ein paar Markierungen gemacht. Jetzt tragen wir alles rüber und dann mal gucken, ob das so wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich zeige es euch mal. Hier haben wir jetzt mal unsere Versandstation geplant, dass sie hier wieder so hinkommt, wo wir dann auch alles immer live verpacken. Hier sind schon die ganzen Pakete von gestern vom Live, die haben wir jetzt noch fertig verpackt. Hier sieht es jetzt auf jeden Fall schon viel, viel besser aus und die komplette Versandstation kommt jetzt einmal darüber. Ich hoffe, dass wir alles in einem Stück schaffen und dass wir es wieder auseinanderbauen müssen. Mal schauen, ob wir es schaffen zu tragen. Wir haben jetzt hier unten mal eingezeichnet, wo die Gänge hinkommen sollen. Fabian richtet schon mal die erste Reihe. Hier haben wir alles XL und XXL und hier wird es dann mehrere Gänge geben. Ich glaube, das könnt ihr schon ein bisschen erkennen. Das ist jetzt zumindest mal der Plan. Jetzt müssen wir die ganzen Tower von drüben noch einmal rüber transportieren. Und Fabian, glaubst du, wir können es heute alles schaffen? Klar. Ja? Ja, schaffen wir locker. Wir haben jetzt bis jetzt noch verpackt und alles fertig gemacht, also ein bisschen mit Verspätung angefangen, aber dass wir auch guten Gewissens nach Hause gehen können heute Abend. Ja, ihr sollt ja auch eure Bestellungen bekommen. Aber jetzt wird Gas gegeben. Wir haben heute übrigens zwei helfende Hände, Pfoten. Der Nero und die Kaya helfen natürlich auch mit. So come and make me feel the
Zwischenstand. Ich bin auch schon ganz außer Puste. Wir haben jetzt so eine Stunde, eineinhalb Stunden vielleicht drüber getragen. So sieht es jetzt aus. Ist auch schon alles organisiert. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend, weil man überlegt, dass wir jetzt schon das dritte oder vierte Mal in einem Jahr umziehen und das Ganze im Juni einfach schon wieder machen müssen. Also da graut es mir schon davon. Aber Gott sei Dank mussten wir dieses Mal wirklich nur von einem Raum in den anderen und nicht mal über den Flur oder so. Aber es ist trotzdem anstrengend. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Ja, der eine Raum füllt sich, der andere wird dementsprechend immer leerer. Hier ist schon alles vorne weg. Wir haben jetzt noch die ganzen Accessoires. Hier sind noch unsere Socken drin, Kosmetiktasche und so weiter. Und hier hinten haben wir XXS und XS und natürlich noch alle Haarklammern. Das wird auch nochmal ganz schön anstrengend, aber richtig gut schon geschafft. Vor allem ist es hier drin jetzt auch richtig hell. Und dann könnt ihr gespannt sein, was wir mit dem Platz dann hier machen. So, jetzt haben wir hier nur noch unsere Haarklammern, die kommen natürlich jetzt auch noch nach drüben. Alle Kartons sind weg, das ist ja die Wand, die man immer im Livestream sieht. Mittlerweile ist es auch schon dunkel, aber ich glaube, das schaffen wir jetzt noch. Einige davon sind ganz schön schwer, aber das haben wir ja schon ein paar Mal rumgeräumt. Sollte kein Problem sein. Dann gehen wir kurz einmal rüber und schauen mal, wie es da jetzt aussieht. Kommt einmal hier rein, hier haben wir schon ganz schön hoch gestapelt. Da hat man jetzt mega cool so die einzelnen Gänge. Fehlt natürlich noch ein bisschen was, sieht noch ein kleines bisschen leer aus. Und hier sollen jetzt die Haarklammern hinkommen. Mal schauen, wie wir das dann genau machen, damit man das im Live dann trotzdem sieht, dass ihr sehen könnt, wo wir was rausholen und welche Farben es gibt und so weiter. Das schauen wir jetzt gerade und dann ja, ist hier auch schon alles voll. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, es ist einige Tage später. Ich glaube, der Umzug war jetzt letzte oder vorletzte Woche. Ich dachte, ich gebe euch mal ein kleines Update, weil es hat sich einiges getan und ich habe mich seither gar nicht mehr gemeldet. Wir haben fast alles an einem Tag geschafft. Wir haben alles von diesem Raum. Ich bin jetzt in unserem alten Büro und Lager. Ihr seht ja, hier drüben ist der Durchbruch. Haben wir alles rübergebracht und haben fast alles, wie gesagt, an einem Tag gemacht. Also wir haben richtig Gas gegeben, weil wir wussten, okay, jetzt kommt dann Black Friday, Weihnachten und so weiter und wir werden dafür keine Zeit haben und wollten es einfach erledigt haben. Ja, jetzt sind hier ein paar neue Boxen schon wieder gekommen, hier drüben. Das muss dann auch noch alles verräumt werden. Aber ich zeige euch jetzt mal den aktuellen Stand von unserem neuen Lager. Dann könnt ihr mal sehen, wo wir jetzt gerade so sind. Es ist noch nicht alles fertig, aber die ein oder andere Sache ist auch heute noch gekommen, wo wir dann auch fertig machen können. Und die Lichter fehlen noch und so weiter. Aber ist schon ganz gut. Ja, ihr könnt auf jeden Fall erkennen, die Fläche hinter mir ist fast komplett leer. Hier haben wir noch unsere Schreibtische, die werden auch weiterhin hier drin bleiben. Mal schauen, was wir dann hier so mit der leeren Fläche anstellen werden. Vielleicht auch einfach Overflow und zusätzlichen Platz, wenn wir viele Bestellungen haben. Jetzt auch während Black Friday, während Weihnachten und so weiter können wir auch Tische aufstellen. Genau, und ich zeige euch jetzt einmal, wie es drüben aussieht. Hier stehen übrigens jetzt unsere beiden Sessel. Ich denke, wir werden hier irgendwie noch so ein Sofa oder so dazu machen, dass wir da auch wirklich mal Meetings machen können. Hier ist unsere Fotobox. Und die Bilder, die wir über der Küchenzeile hatten. Und hier haben wir unsere Kaya, die passt hier auf. Hier sind jetzt vorhin nochmal neue IKEA-Boxen gekommen, weil wir einige neue Haarklammernfarben haben. Und hier hinten ist auch fast alles weg, da war alles voll mit Versandkartons. Das ist jetzt alles drüben, ich zeige es euch gleich. So, willkommen in unserem neuen Reich. Hier haben wir jetzt die ganzen Haarklammern. Und hier ist unsere Verpackstation aus dem Live. Die ist noch nicht ganz fertig, sieht noch ein bisschen wild aus, auch ein bisschen leer. Ja, und hier haben wir jetzt quasi unseren Gang. Das hatten wir vorher noch gar nicht. Das heißt, hier kann man durchgehen. Dann hat man hier rechts und links jeweils Leggings und unsere ganze Kleidung eben. Und hier hinten geht es dann weiter. Da haben wir jetzt die ganzen Versandkartons. Schaut mal, wie viel wir aufgestockt haben für Black Friday und allgemein auch jetzt für das Weihnachtsgeschäft. Und hier ist unsere neue, ja, Kartons-Aufbaustation. Da haben wir jetzt heute die Tischplatte bekommen. Und genau, das ist noch nicht ganz fertig, aber ist auf jeden Fall schon mal besser. Jetzt haben wir noch einen zusätzlichen Tisch. Und hier hinten ist noch Chaos und neue Kleidung und neue Klammern, die ich euch noch nicht zeigen kann. Aber das ist so der aktuelle Stand.
Man sieht auch hier, wir haben auf jeden Fall noch einiges an Platz, was wir jetzt vorher gar nicht hatten. Das ist auch gut, dann können wir hier nochmal neue Kartons hinmachen. Es kommt ja jetzt dann bald unsere Sweat-Kollektion, also Hoodie und Jogginghose. Genau, also hier ist noch einiges an Platz. Hier ist auch ein bisschen Overflow, was wir noch haben. Hier haben wir noch eine vereinzelte Fay-Leggings. Dann haben wir hier drüben zum Beispiel noch unsere Fitnessbänder. Ihr seht, das ist auch schon ganz, ganz leer. Da haben wir jetzt, glaube ich, ja, noch ein, zwei Sets oder so da. Die sind gerade auch 50% reduziert, glaube ich. Genau, das sind einfach so Teile, die werden auch nicht mehr reinkommen. Diese haben einfach hier noch so ihren Platz. Und das können wir dann, wenn das weg ist, neu befüllen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig tolles Upgrade. Wir freuen uns riesig und haben jetzt auch einfach mehr Platz und halt noch, ja, ihr hört es halt auch noch voll, ne? Obwohl jetzt eigentlich richtig viel drin steht, aber ich habe das Gefühl, meine Stimme halt gerade voll. Ja, haben halt auch diese Ausweichmöglichkeit, falls dann irgendwie doch auch mal mehr verpackt werden muss. Wir haben jetzt am Montag, ich habe richtig Muskelkater übrigens, vorgestern, ja, heute ist schon wieder Mittwoch, vorgestern, glaube ich, 250 Bestellungen verpackt. Ich merke es überall im Rücken, Hüfte und so weiter. Ist richtig krass. Also ich merke, dass ich das auch nicht mehr so gut wegstecke oder auch allgemein, wie viele Bestellungen ich dieses Jahr schon verpackt habe. Wir machen ja alles zu zweit, der Fabian und ich. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, der komplette Wagen von DHL war komplett voll. Also könnt ihr euch denken, gerade jetzt auch, wenn der Black Friday Deal kommt und Weihnachten und so weiter, dann wird das bestimmt auch noch mehr, wie jetzt nur von so einem einzelnen Launch. Und dann haben wir einfach so diesen Stress weg und einfach, ja, wissen einfach, dass wir ausweichen können und einfach noch zusätzlichen Platz haben können, da so Klapptische aufstellen. Und das ist auf jeden Fall schon richtig cool. Was auch sehr, sehr cool ist, ist, die Boxen sind jetzt ziemlich voll. Also wir sind jetzt ziemlich stocked, würde ich sagen, für den Rest vom Jahr. Wir haben jetzt hier endlich auch wieder Stone da, die war jetzt sehr, sehr lange weg. Galaxy haben wir wirklich sehr, sehr viele da. So viele hatten wir, glaube ich, noch nie. Die Kaya meldet jemand an der Tür. Ich komme gleich wieder. So, bin wieder da. Die Kaya hat kurz angemeldet, aber wenn sie nur einmal bellt und dann ganz dolle wedelt, dann weiß man eigentlich, dass jemand Bekanntes da ist und nicht die Post oder so, weil die mag sie gar nicht. Genau, unsere Aushilfe ist für heute da. Wir haben ein bisschen Hilfe, um ja ordentlich Kartons vorzufalten, vorzubereiten. Da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen, was wir alles so machen. In Vorbereitung für Black Friday, es ist unser dritter Black Friday. Der erste war in unserer Zwei-Zimmer-Wohnung und da waren wir zum ersten Mal ausverkauft. Ich denke, es ist auch so, man weiß nie, was man erwarten muss, kann, was auch immer. Und deswegen sind wir dann natürlich auch immer total gespannt und auch ein bisschen angespannt vielleicht, weil ja, man weiß es nicht. So, hier haben wir jetzt noch die ganzen saisonalen Farben. Ihr könnt vielleicht auch schon die ein oder andere Weihnachtsfarbe entdecken. Hier haben wir noch Sand von unserer Herbstkollektion zum Beispiel. Und da wird auf jeden Fall entweder nachher hier gegen Ende hier nochmal was dazukommen. Hier. Oder wir gehen eins rüber. Da haben wir nämlich die Socken. Hier ist Kajas Decke. Die bringt sie immer mit. Genau, hier haben wir jetzt Socken und so weiter. Da ist auch nicht mehr allzu viel da. Wir haben von Blau und Braun noch sehr, sehr viele da. Ich habe mir jetzt heute endlich auch mal ein paar geholt. Die sind so geil. Aber ihr seht, Weiß und Beige, die sind auch sehr, sehr beliebt. Da sind nicht mehr so viele da. Vielleicht werden wir hier dann eine komplett neue Klammernwand machen. Weil hier sind allgemein auch so einige Produkte, die im Ausverkauf sind, die einfach dann nicht mehr da sein werden. Wir haben die Tote Bag, die ist gerade auch reduziert. Da haben wir nicht mehr so viele. Ihr seht, da sind noch zwei Boxen. Und die Wäschenetze sind auch reduziert. Da haben wir jetzt noch das hier da. Genau, da wird auf jeden Fall dann einiges frei. Und dann denke ich, bauen wir hier vielleicht noch die zusätzlichen Boxen auf, dass da die ganze Winter- und Weihnachtskollektion und so weiter rein kann. So sieht das dann von der anderen Seite aus. Man sieht, dass die Kaya auf jeden Fall unser Office Dog ist. Da ist sie. Hier ist ihr Ball, hier ist ihr Geschirr. Also alles voll eigentlich mit Kayas Sachen. Ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall wieder eine geupdatete Office- bzw. jetzt Lagertour abfilmen. Zumindest, wenn wir fertig sind. Also es sind wirklich einige Sachen, die noch fehlen. Wie die Verpacktische und eben die Tische hinten. Und dann haben wir für Qualitätskontrolle ganz vorne, das habe ich euch jetzt noch gar nicht gezeigt, da ist nämlich alles gerade voll mit Boxen. Sieht man das überhaupt? Nee, sieht man gerade nicht. Genau, da wird auf jeden Fall auch noch was hinkommen. Wir haben so die Planung, dass alles so ein Flow ist. Bei der Tür ist dann quasi die Wareneingangskontrolle, beziehungsweise zuerst der Wareneingang, da kann alles ausgepackt werden und dann geht es halt weiter so. Und hier eben dann die Verpackstation und dann wird hier dann alles wieder rausgesendet. Also dass alles auch so seinen Sinn hat, das werden wir euch auf jeden Fall dann einmal zeigen, wenn wir fertig sind. Jetzt beginnt dann auf jeden Fall erstmal die Black Friday Vorbereitung. Wir werden das auf jeden Fall auch vloggen und euch mitnehmen und ja,
ist bestimmt für uns auch dann mega interessant, so im Nachhinein dann nochmal anzugucken, weil es, wie gesagt, ist unser dritter Black Friday. Vieles hat sich getan und ich bin total gespannt, wie der jetzt anders ist zu dem von letztem Jahr. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und danke fürs Zusehen. Ciao!